Was geht ab, liebe Community? Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist mein Geburtstag und deswegen spielen wir heute einfach mal mein Lieblingsspiel. Was könnte es Besseres geben, einfach mal an meinem Geburtstag mit meinem Lieblingsspiel zu starten? Und ja, wenn ihr Bock habt, würde mich freuen, wenn ihr mir so ein bisschen gratuliert oder so. Will keinen jetzt dazu auffordern oder so, aber ist ja auch egal. Wir sind beim letzten Mal hier in Flusswald stehen geblieben und müssen jetzt nach Weißlauf. Wie das Ganze weitergeht, seht ihr nach dem Intro. Bis gleich! So, und damit starten wir auch direkt. Wir sollen nach Weißlauf. Das bedeutet, wir machen einen kleinen Abstecher in diese Richtung. Oh, oh, oh. Huch. Fast, was ist mit der Kamera? Hallo. So. Oh, Wölfe. Jawohl. Gelootet. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Huiuiui. Wir gehen natürlich erstmal wieder auf Gesundheit. Und nachdem wir hier Schmiedekunst gemacht haben, gehen wir mal hier auf Archery, also auf Bogenschießen. Damit wir ein bisschen mehr Damage machen mit dem Ding. Genau, wir müssen nach Weißlauf, das bedeutet, wir gehen hier einmal ein bisschen runter. Da hinten kann man es schon sehen, da vorne ist es, hier, ganz groß, da müssen wir hin. Und damit es nicht so langweilig wird, gucken wir doch mal, was uns so alles auf dem Weg erwartet. Zum Beispiel diese hier. Komm, 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 komm. Ich will mit dir quatschen. Bleib hier. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Okay. Also, wir könnten den Gefangenen befreien. Befreien und Gegenstände aufteilen. Oder nichts tun. Wenn ich jetzt kollegial wäre, würde ich sagen, wir befreien ihn. Aber ich habe keinen Bock, gegen drei Leute gerade gleichzeitig zu kämpfen. Vor allen Dingen nicht, wenn das so Wachen sind. Die sind nämlich verdammt stark. Deswegen. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter. Oh, ich hab doch gar nichts gemacht! Hätten wir auch nicht befreien können. Lasst mich in Ruhe. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße. Objekte? Bruder? Was ist los? Fuck, wie kommen wir denn hier aus dieser Konsole? Wieder. Ah, perfekt. So, Waffen. Wir brauchen ein Schild. Ganz leicht im Block. Geh doch mal weg. Oh oh. Ganz schnell. Trank, 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 Trank. Hallo, hallo, hallo. Oh, okay. Venom, Gesundheit, so, und wir hauen noch das drauf, ja, und das. Entschuldigung, aber das musste sein. So, Kumpel, kann man mit dir irgendwie quatschen? Hallo? Hallo? Bleib doch mal stehen! Oh! Ja gut, dann... Tut mir ja sehr leid, aber wenn du als Feind angezeigt wirst, dann muss ich halt platt machen. Es tut mir leid, ich wollte eigentlich nur mit dir quatschen, aber das hat sich ja dann anscheinend erledigt. Tut mir auch sehr leid, liebe Community, ich wollte ihn leben lassen, ich wollte mit ihm quatschen, aber er wurde mir als Feind angezeigt, deswegen... Kaiserlicher Bogen? Deswegen habe ich ihn jetzt platt gemacht. Wir nehmen mal hier diese Rüstung mit.
Das tut mir wahnsinnig leid, Alter. Das wollte ich überhaupt nicht. Okay. Waffen. Nehmen wir den kaiserlichen Bogen. Stahlpfeile sind ausgerüstet. Bekleidung nehmen wir die beschlagene Rüstung. Armschienen. Und das reicht. So, Waffe tun wir mal weg. Tut mir wirklich leid für ihn. Ich hätte ihn wirklich am Leben gelassen, aber wenn er mir als Feind angezeigt wird, ja. Zeugen hinterlassen ist immer scheiße in dem Spiel. Warte mal, ich muss kurz was. Bruder! Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Na super. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Nein. Ja, komm. Ihr werdet im Verlies der Drachenfeste verrotten. So, wir wurden eingesperrt zum ersten Mal, weil wir eine Straftat begangen haben. Wir könnten jetzt unsere Zeit hier absitzen oder wir könnten uns hier rausstehen. Ich würde aber erstmal sagen, dass wir auf jeden Fall hier unsere Zeit absitzen, weil wir einfach noch nicht die Fähigkeiten besitzen, das gut zu überstehen, sage ich jetzt mal. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Das ist schön für dich. Sind wir denn immer noch eingekleidet? Wunderbar. Jetzt können wir uns auch wieder frei bewegen und genau hier müssen wir eigentlich hin, deswegen eigentlich passte das sehr gut. So, schon wieder eine neue Stufe auf. Nochmal auf Gesundheit. Wie gesagt, Magie können wir auch später machen. Bogen-Dingsbums. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrouf empfängt keine Besucher. Oh doch, mich schon. Ich habe eine Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt. Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Na, die Wachen haben mich eigentlich reingelassen, weil ich verhaftet wurde, aber okay. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört. Und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung flog. Davon flog. Deutsch. Wir nehmen das erste. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Oh, so einiges. Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davon flog. Die Kaiserlichen wollten gerade Ulfric Sturmmantel hinrichten, da griff der Drache an. Wir nehmen das Zweite. Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Danke. Hier. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ist nicht so, als hätten wir die schon. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Danke. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Dann walte deines Amtes. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt.
Komm, mein König. Farengar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja. Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Na super. Okay, in Ordnung. Wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Oh ja. Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Okay. Na dann. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie... Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Na dann, auf geht's. Unsere erste richtige Mission. Das hier ist Weißlauf. Wir laufen einmal durch, um zu gucken, wie es aussieht. Soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher... Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit winden. Wohingegen ihr aus dem Dreck der Sterblichkeit emporgestiegen seid und nun unter den Sternen wandelt. Oh, wow. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja! Kleiner Markt. Wunderschön. Ich habe auch nichts getan. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Reden wir mal kurz mit ihr. Kennt ihr meinen Vater? Er ist... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Cool. So, ich würde aber erstmal gerne was verkaufen. Das hier... Das hier, das hier, das hier, Langbogen. Davon eine, das hier, das hier. Das hier, das hier und das hier. Hallo? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Sonstiges. Eisenbarren, alle weg. Weg. Weg, 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 weg. So, dann gucken wir mal, was hast du so im Angebot? Eisenpfeile, ja, schön, die finde ich auch so. Ein Jagdbogen. Hm? Der macht leider momentan nicht so viel Schaden. Stahlpfeile 8. Kleidung. Okay, alles klar. Wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Dann raus. Wir hätten jetzt auch einen kleinen Trick anwenden können, wo wir ein paar Sachen hätten umsonst bekommen. Aber ich finde, das macht das Spiel ein bisschen kaputt und deswegen machen wir das nicht. So. Sehr schön hier, oder? Würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die Karte. Danke, wunderbar. Das ist übrigens auch eine Mod. Damit die Karte besser aussieht. Und dann gehen wir erstmal wieder zurück nach Flusswald. Dunkel. Wunderschön. So rein theoretisch, da vorne die Höhle, da könnten wir reingehen. Gar kein Thema. Da würden wir quasi aus der Naruto-Mod, die ich hier mit reingebracht habe, die ist aber nur so für mich privat ein bisschen zum Rumexperimentieren, weil das wäre ein bisschen OP. Da
Da kann man dann Zauber und so erwerben, mit dem man dann zum Beispiel verschiedene Sachen aus dem Naruto-Universum machen kann. Rasengan oder das Edo Tensei oder hier das Tsukuyomi und so ein Scheiß. Für jemanden, der das kennt und der damit was anfangen kann, würde es einem was sagen, aber für jemanden, der nichts damit zu tun hat, was passiert? Hallo, ich bin aus dem Spiel. Komm wieder zurück. Für jemanden, der damit nichts zu tun hat, dem wird das nichts sagen. So, dann laufen wir mal hier hoch. Also rein theoretisch könnte man auch mit einem Pferd ein bisschen Action machen und hier hochgehen. Allerdings kostet zum Pferd 5000 Goldstücke und die haben wir, glaube ich, momentan nicht. Da vorne sehe ich schon Leute rumlaufen. Würde ich sagen, sneaken wir einfach mal. Boom. Und tschüss. So, den ersten haben wir. Den zweiten auch. Oh, haben wir doch nicht. Aber jetzt. Gott sei Dank. Der wollte gerade schon schießen. Schon wieder eine neue Stufe erreicht. Halleluja. Das geht aber schnell. Dietrich nehmen wir mit. Goldene Halskette kann man verkaufen. Stahlpfeile, Eisenpfeile. Oh, der hat einen Jagdbogen, aber lassen wir mal gerade. Dann müssen wir jetzt. Dann gehen wir mal da hoch. Gold. Wunderschön. Dann müssen wir jetzt ganz langsam hier hoch, weil gleich kommt ein etwas fetterer Hallo, Gegner. Eine kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Krieg nicht einen rostigen Septim von mir. Er hat mich gesehen. Was? Oh. Perfekt. In den Kopf und in den Hals. Ich würde einfach mal sagen, wir ziehen dem seine Klamotten an, weil die besser sind als unsere. Das müssen wir auch alles noch wieder verkaufen. Wo haben wir denn jetzt Eisenrüstung, Eisenstiefel, Eisenhelm? Da sind wir schon mal etwas besser gepanzert. Nehmen wir mit. Kann man alles verkaufen. Wunderschön. Das sind übrigens wir. Wunderschöner Charakter. Ich habe diese Charaktererstellung übersprungen mit den ganzen Einstellungen, weil wir den Charakter meistens eh nur von hinten sehen. Oder gar nicht. Deswegen war mir das relativ egal. So, da vorne stellt sich jetzt einer hin. Den snacken wir auch direkt weg. Was macht er? Er geht weiter, okay. Wo geht er hin? Ich bin eher so ein Sneaky-Typ, weißt du? Er hat mich gesehen. Die Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist auch weg. Da war aber noch ein dritter irgendwo. Ich habe es genau gesehen. Es waren insgesamt 3. Ja, ablenken, sehr gut.
ist, ja? Und tschüss. Ja. Sie läuft immer noch. Oh nein. Und das war's für sie. Deswegen spiele ich so gerne mit dem Bogen. Ich hab's da irgendwie voll drauf. Ja, danke. Wir sind eine neue Stufe aufgestiegen. Die nehme ich doch gerne mit. Natürlich auf Gesundheit. Wir wollen ja hier nichts unversucht lassen. Beziehungsweise nichts dem Zufall überlassen. Wir wollen ja stark in die Runde gehen. Und da sind schon wieder zwei. Hab ich direkt gesehen. Wir beobachten mal. So, weggesnackt die beiden. Dietrich, Granitschein, Stahlpfeil, wunderbar. Sie, Eisenpfeile, cool. So. Boom, Schakalakalaka. Gold. Nehmen wir alles mit. Dann lass uns doch mal gucken. Was werden wir hier so. Ich merke, wenn ich so um die Kurven gehe, dann stockt das Spiel immer so ein bisschen. Weiß nicht, ob man es in der Aufnahme mitkriegt. Noch ein Trank. Scheint ein Rätsel zu sein. Dann haben wir Schlange. Nichts. Fisch. Das Nichts scheint hier abgebrochen zu sein. Das heißt Schlange, Schlange, Fisch. Okay. Schlange. Schlange. Fisch. Booyah. Absolut stark. Oh, direkt wieder Feinde auf der Karte. Ich habe es genau gesehen. Oh. Oh. Was machen die denn da? Komm wieder her. Komm schon. Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Oh, oh nein. Das war nicht geplant. Danke. Danke, danke, danke. Wir sind schon wieder eine neue Stufe auf. Wir gehen natürlich wieder auf Gesundheit, ist klar. Skillpunkte verteilen wir noch nicht. Dafür weiß ich noch nicht, wofür wir die ungefähr einsetzen sollen. Itzibitzi. Oh, Itzibitzi gut. Es darf mich nicht kriegen. Hilfe! Von mir fern! Tötet es! Gar kein Problem, habe ich getötet. Verlass mich nicht um Arkais willen! Haha, Opfer! Ihr habt es geschafft! Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch.
Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Naja, er ist ein Bandit. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Dummkopf, warum... Ich hab's doch gewusst. Danke, danke. Gewonnen. Buja. Okay. Bitte bleib sitzen. Tut mir wahnsinnig leid, aber... Oh, der scheint stark zu sein. Aber wir haben ihn geholt. Sehr gut. Halleluja. Aber langsam gehen uns die Pfeile wieder aus, ne? Das hasse ich ja wie die Pest. Oh oh. Stufe nehmen wir mit. Gesundheit natürlich, danke. Archery. Adlerauge klingt gut. Vor mir fallen der Typ. Jetzt haben wir Eisenpfeile am Start, 61 Stück. Geht voll klar. Okay. Danke, danke, danke. Pelzschild des Blitzes, nehme mit, nehme mit, nehme mit. Eine Tür. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst doch gern Daumen nach oben da. Und falls ihr noch auf dem Kanal seid und cool findet, was ich mache, dann... Ja, lasst doch gerne mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, ich lasse mich heute schön feiern, mache heute noch eine fette Party. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Borderlands 2. Haut rein, ciao, lasst es euch gut gehen. Tschüss.